Liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge 171 hier bei uns bei den Chaos Friends. Aber ich hätte auch eine andere Begrüßung machen können, so nach dem Motto: Oh, hallo meine lieben Chaos Friends, wir sind wieder hier live on air. Oh. Gefällt euch das besser? Ja, na, ich glaube nicht, ne? Schmarrn. So, Freunde, ich habe heute schon wieder ein bisschen Bock, hier ein bisschen rumzudaddeln mit euch. Neuer Tag, neues Glück. Bin alleine auf dem Server und ja, was will ich heute machen? Ich möchte heute mal den Villagern mal so einen kleinen Besuch abstatten, weil wir sind ja jetzt hier fertig geworden. Steht da einer? Ja, da steht einer. Oh Gott, und er schießt auch noch. Ich hau mal eben ab. Der verbrennt hoffentlich gleich. Ne, der hat eine Rüstung, der kann die verbrennen, ob das noch. Oh, wieso trifft der mich auch noch? Hey, du Sau. Hier, Metal! Ah! Ah! Oh, so, hey, hast mir einen Bogen gegeben. Geil! So, und zwar möchte ich ganz gerne mal heute, der hat mein Feld kaputt gemacht, egal. Möchte ich ganz gerne mal so ein bisschen hier mal zu den Villagern gehen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht verlaufen tue. Weil, ich will mal gucken, ob ich da so ein bisschen was noch finde, was ich gebrauchen kann. Also ein bisschen Karotten zum Beispiel, die wir dort in den Ackerboden reindrücken können. Und vielleicht sogar ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal so Kartoffelchen, ne? Können wir ganz gut gebrauchen. Vielleicht auch rote Beete oder sowas, ne? So die klassischen Sachen. Das wäre doch schon mal ganz nett, wenn das der Fisch hier nicht einfriert. Ich weiß auch nicht. Ja, Freunde, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der liebe Drachen83 gerade einkaufen, weil er hatte eigentlich gefragt, ob wir zusammen aufnehmen, aber er wollte irgendwas anderes wohl mit Gamescom oder so, die ist ja sonst in Köln, ne, und irgendwie war da was geplant, keine Ahnung, ich bin da nicht so richtig informiert. Was ist denn das? Was bist du denn für einer? Ich besetze mal kurz deine Hütte. Ja, ist ein coolen Iglo dir gebaut, Respekt. So. Ja, sind wir auch schon bei den Villager da? Das sieht ja hier ganz anders aus. War das nicht vorher irgendwie anders, das Dorf? Oder ist das jetzt ein zweites Dorf? Was ist denn hier? Mein Gott, nee. Rudelfummeln im Eisiglu. So, was habt ihr denn hier Schönes? Was gibt's da? Ach, das dauert ja wieder ewig und drei Tage hier, bis das... Also ich denke mal, die sind gewillt. Ich lasse den mal eine Reihe. So, und ich schaue mich mal... Ja, ich leih mir die mal aus, ne? Ich kann ja dann wiederkommen und kann euch die ja... Was ist das? Auch Kartoffel, okay. Also ich hätte ja ganz... Ah, ja, Kollege Eisenkohl. Was ist denn das hier, Leute? Schaut euch das mal für eine Konstruktion an. Hallo Eisengolem, na? Alte Hütte, was los? Du alte Blechkonservendose. Ja, Mensch, ist ja hübsch hier. Hier ist Brot drin. Schneebälle, naja, so ein Brot kann ich auch gebrauchen. Nur so Fisch ist immer so metallisch, ist ja auch nicht so ganz lecker. Schon wieder Kartoffeln, sag mal, habt ihr auch was anderes außer Kartoffeln hier? Das ist ein komisches Dorf. Eigentlich dachte ich, wir hätten ein anderes Dorf. Aber das ist garantiert ein zweites, Freunde. Das ist Der hüppelt hier auf dem Bett rum. Wenn das der Papa sieht, du. Gibst du Hintern voll, du. So, hier, ach, das ist... Aha. Hier, geht's nach oben. Ofen. Ja, hübsch, 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 hübsch. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein zweites Dorf. Weil wir hatten ja beim Dorf Nummer 1 zweifelsfrei Karotten gehabt. Und das hier waren ja Kartoffeln. Und das ist auch irgendwie ein anderes Dorf. Weil das hier, guck mal, das ist ja voll hier so in so einer Eislandschaft drin. Also gut zu wissen, es gibt hier zwei Dörfer. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man mitarbeiten? Ach, jetzt hat er mir die Kartoffel geklaut. Da ist Mohrrübe. Hey, da ist eine Mohrrübe gewesen. Ja, das finde ich ja mal nice. Kartoffel? Kartoffel? Hast du noch mehr Mohrrüben am Start, Keule? Gut, also den haben wir jetzt erstmal da so weit mitgenommen. Was ist das hier? Kaninchenfell? Wieso kriege ich jetzt hier ein Kaninchenfell? Fröhlicher Besuch bei den Villagern. Das war Kartoffel.
Die Glocke da auf dem Eisblock drauf, auch nicht schlecht. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich mich hier nicht verlaufen habe. Hier hat irgendeiner gerade jetzt was repariert oder so? Hat sich so angehört. So, naja gut. Können wir jetzt erstmal wieder zurückgehen. Ich glaube, das war ja hier dann, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssen wir, wenn wir hier so... Scheiße, ich habe mich verlaufen. Nee, kann nicht sein. Wir sind von der Richtung gekommen. Mal sehen, ob meine Orientierung richtig ist. Weil das war der erste Iglu, glaube ich. Und da sind wir hier. Genau, ich laufe jetzt mal in die Richtung. Mehr als verlaufen können wir uns nicht. Oh Gott, ich sehe schon, komm, das wird wieder ein Abenteuer, Freunde. Das wird wieder ein Abenteuer werden. Naja, komm, wir laufen jetzt mal hier lang. Ich glaube aber, das müsste die Richtung gewesen sein. Ich muss mir unbedingt die Koordinaten aufschreiben. Ich meine, rein theoretisch ist es nicht so schlimm, weil wenn jetzt hier mehrere Leute drauf sind, dann kann ich mich ja theoretisch zu denen hinporten. Und dann über die Teleporterstation komme ich ja immer wieder hier in diese Geschichte. Aber das ist hier, da sind die zwei Schafe. Also einigermaßen habe ich mich jetzt hier zurechtgefunden. So, da ist auch unsere Hütte. Das ist ja toll. Ne, ist ja ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt hier so einen riesen Wolkenkratzer hätte. Ne? So, machen wir jetzt als erstes mal Kartoffeln, würde ich sagen. So, die ballern wir da mal rein. Kann man sich schöne Ofenkartoffeln von machen. Ja, klasse. Drei Stück haben wir übrig. So, will ich jetzt aber gar nicht anpflanzen und den Rest möchte ich ganz gerne. Der Rest ist gut. Den Rest will ich gerne mit einer einzigen Karotte. Ist das jetzt euer Ernst hier? Eine Karotte nur? Echt? Jetzt muss ich mal direkt mal kurz in die Kiste reinlunsen, ob ich da nicht wirklich noch hier Karotten habe. Aber ich habe wirklich keine Karotten mehr. Das ist ja krass. Solche Kaninchenfell. Mhm. Hier ist noch so ein bisschen. Also gut, dann werden wir auf jeden Fall nochmal das zweite Dorf aufsuchen. Das können wir übrigens da hinten anpflanzen hier. Naja, siehst du, weil da hat ja auch noch was gefehlt. So, dann werde ich jetzt mal hier diesen Weg gehen. So mal mehr so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich. Und ich setze hier auf jeden Fall auch mal eine Fackel hin. Ich werde die mal hier so hinsetzen, dass man das vielleicht so im Dunkeln dann erkennt. Nicht, dass ich mich hier wirklich verlaufen tue. So, und jetzt laufe ich mal Richtung, ja, so in diese Richtung hier. So ein bisschen schräg. Cool, Pilze. Und eigentlich müsste ja auch jetzt hier das Dorf gleich kommen, das erste. Oder habe ich mich so krass geirrt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sehr einladend. Hallo Häschen, ne? Häschen auf Galopp. Ja, Freunde, seit gestern ist eigentlich gar nicht viel passiert. Also, ich habe hier ein bisschen Haushalt noch gemacht, ne? Zwischenzeitlich natürlich schon arbeiten gewesen. Ja, war mal wieder ein bisschen aktiv. Wieder mal ein paar Kundenaufträge, wie gesagt, mal abgearbeitet. Sehr fleißig. Also heute muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich fleißig gewesen. Und gestern hatte ich auch ein bisschen früher aufgenommen. Und deswegen hatte ich natürlich auch ein bisschen Zeit, ne, sage ich jetzt mal. Gucke mal, das ist ja auch toll hier. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das kann man gut gebrauchen. Haben wir noch nicht. Kann man auch essen. So, also hier haben wir uns aber auf jeden Fall mal richtig verfranst. Also das heißt, ich gehe auf jeden Fall hier mal wieder in die andere Richtung. Nämlich hier hin. Und da sehe ich doch etwas... Was nach dem Dörfeli aussieht. Genau, guck mal, da wären wir ja fast vorbeigerannt, liebe Freunde. So, das wollen wir mal begutachten, was die denn hier so Fröhliches haben. Also, gehen wir mal da rein. Oh, das ist erstmal ein cooler Ofen. Ein Schmelzeofen. Oha. Oh Mensch, du bist ja richtig reich hier. Also den Deckel, den nehme ich mir doch gerne mal mit hier. So. Was ist das hier? Steinschwert. Da nehme ich mir doch gerne das Eisen mit. Hast du mal so ein... Jetzt hätte hier noch nicht mein Crafting-Table drin zu stehen. Ich werde bekloppt, ey. Ah, das Brot kannst du haben. Das eigentlich hier. Das kannst du auch haben. Das kannst du haben. Komm, kriegst du dafür einen Pilz. Und jetzt bräuchte ich mal ein Crafting-Table. So. Gehen wir mal hier noch ein bisschen schauen. Hier steht nur eine einzige Hütte rum. Was ist denn das? Schon wieder ein anderes Dorf, ne?
Das ist ja schon wieder ein anderes Dorf hier. Wird dunkel draußen. Ja. So, ich lege mich da mal schnell lieber rein. In fremde Betten. Weil. Da ist nichts drin. Dunkel war, wurde. So, was. Hä? What? Das ist doch genau das gleiche Dorf, Freunde. Das ist doch genau das gleiche Dorf. Da waren wir doch eben schon mal. Irgendwas ist hier faul, Leute. Das ist doch. Oh, eine coole Katze. Irgendwas ist hier doch faul. Also jetzt gehe ich mal in die Richtung. Also wenn wir da jetzt dieses, obwohl das kann durchaus möglich sein, dass es da oben ist. Schon wieder Kartoffel. Ich gehe jetzt mal hier in die Richtung. Oh, krass. Also Höhenaktion wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Was ist denn da oben? Wieso ist denn hier kein Crafting Table hier? Da sind Karotten. Oder? Ja, na. Nee. Kartoffeln, Weizen, ist ja alles durcheinander hier. Ha. Ja, Freunde, das ist ja witzig hier. Ich nehme mir mal ein Bett mit. So ein schön blaues hier. Also, ich bin wirklich ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eigentlich war hier irgendwo der Spawn. Da, wo wir nämlich, ne, wisst ihr Bescheid, wo wir da mal rausgekommen sind. So, und das ist ja hier eindeutig nicht der Fall. Und ich sehe hier auch kein anderes Dorf. Entweder hat sich das Dorf verändert, oder wir sind irgendwie doch weiter weg als gedacht. Was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Weil hier ist auch gar nicht der Wald. Weil bei uns war doch der Wald. Ich bin verwirrt, Freunde. Ich bin wirklich schon wieder verwirrt. Da ist so eine Geheimtür. Guck mal, was ist denn hier drin? Ha! Da haben sie auch ein bisschen was drin. Cool. Oh, rote Beetesamen. Naja, die nehme ich doch auch mal gerne mit. Das finde ich ja mal auch toll. Also gut, wir haben zumindest jetzt alles. Hier waren wir eben, ne? Ne, da ist auch Brot drin. Naja, komm, dann nehmen wir das auch noch mit hier. Alter, was haben die denn hier alles? Das ist ja Wahnsinn. Also, die haben überall Schätze hier. Guck mal. Kohle. Naja, gut, Kohle brauche ich jetzt nicht so. Da ist auch nochmal Brot drin. Also, die haben ja richtig viele Schätze hier. Ist schon ein bisschen größer, das Dorf. Zweifelsfrei. So, da waren wir schon. Huch. So, dann gehe ich jetzt nochmal hier nach oben gucken. Nicht auf der Betten rumhüppen. So. Und das aber auch keine Truhe. Und immer noch kein Crafting Table hier in Sicht. Okay. Und das war der erste Igloo, da wo wir reingegangen sind. Also, ich würde jetzt sagen, dass wir in diese Richtung hier müssen wieder, um zum Hauptspawn zu kommen, weil da will ich eigentlich hin. Da waren wir, ne? Ja. Da waren wir gewesen. Oder ob das Dorf da hinten ist, in den Bergen drin, da hier in diesen. Das könnte auch sein. Sehr schwierig, Freunde, sehr schwierig. So, gehen wir erstmal zurück und werden wir erstmal unsere fette Beute, die wir jetzt hier gemacht haben, erstmal in den Boden reindrücken. Und dann wollen wir mal schauen, ja, wie das dann insgesamt aussehen tut, wenn es dann erstmal gewachsen ist. Was wir in der Zeit machen können, wir können natürlich schon mal den, sag ich mal, Keller weitermachen. Das wäre auch nochmal eine Option, die mir da so in den Sinn kommend tut. So, da sind unsere Schafe. Ah doch, das ist das Dorf, Leute. Das sah nur anders aus. Aber mich wundert es, dass wir unseren Dings nicht gefunden haben. Das verwundert mich so ein bisschen.
Also ich werde jetzt mal kurz hier noch mal eine Nacht überbrücken und dann laufen wir gerne noch mal in diese Richtung, weil es kann doch nicht sein, dass es da weg ist. Also das wäre ja ein Ding, Mensch, das wäre ja unglaublich. So, jetzt ist das hier fertig, würde ich sagen. Genau, Weizen. Na gut, lassen wir es so. Ja, jetzt haben wir noch was Viertes mitgebracht und zwar das hier. Das ist auch cool. Das heißt, das können wir jetzt hier anpflanzen. So in diesem Bereich, weil hier kommen ja dann Karotten hin. Und dann haben wir hier schön so ein Viererfeld mit allen Sachen, die es da so gibt. Finde ich eigentlich ganz nice. Können wir so, ja, x-beliebig, wie wir möchten, uns das Ganze dort zu Gemüte führen. So, genug Fortfindungsstörungen, oh Gott. So, und das möchte ich auch ganz gerne gleich noch anpflanzen. Vielleicht daneben sogar, also hier, das würde sich ja so anbieten. Wenn ich hier einen Zaun machen würde, dann könnte man ja hier so... Genau. Dass man dann da so... Oh, das ist aber viel, was wir da bekommen haben. So, dann machen wir das doch einfach so. Einfach, weil wir es können und den Rest schnabulieren wir, aber ich habe ja noch gar keinen Hunger. So, na ist doch schick. Hier machen wir einen Zaun hin. Und dann sollte es passen. So, jetzt baue ich mir endlich mal mein Schwert zusammen. Ich wollte mir hier mal so eine schöne Eisenklinge mal geben. Sponsoring bei den Dorfbewohnern. So, guck mal, da haben wir sogar noch ein Sticky. So, wow, hier. Jetzt haben wir sogar noch hier ein schönes Eisenschwert. So, Bett habe ich bei, kann nichts schief gehen, Fackeln habe ich bei. Jetzt möchte ich ganz gerne mal das Ganze mal ein bisschen genauer betrachten. Also, wir sind von da gekommen. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir hier in diese Richtung müssen zu dem Dorf. Was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen kann. Aber wir werden das abchecken, Freunde. Wir gehen jetzt hier so schräg, werden wir jetzt mal da langlaufen. Und wir gehen jetzt mal hinter das Dorf und gucken mal, ob wir dort tatsächlich unsere Holzhütte finden. Da, wo der Spawn ist. Ich sage dazu immer tatsächlich Biomspawn. Warum Biomspawn? Ist ja ganz klar, weil da, wie gesagt, ja die Teleporterstation ist. Also, laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Ja, das wird wahrscheinlich das Dorf sein. Und wenn das dieses Dorf ist, dann müsste hinter dem Dorf, wie gesagt, die Teleporterstation sein. Können wir ja mal eine Runde zum Spawn gehen. Gucken wir mal nach, was die Kollegen da so gebaut haben. Vielleicht ist da schon irgendwas passiert, was Interessantes. So, mal kurz räuspern. Und, ja, wollen wir jetzt noch zusammen hier laufen? Weil wir sind jetzt bei 17 Minuten. Oh Gott, Leute, das ging aber auch gerade mal richtig. Naja, also wir hätten es wahrscheinlich überlebt, aber... Ui, hier, eisige Tintenfische. Die üben auch schon für Froster. So. Hä, hier, echt, kann ich mich ja null dran erinnern, aber wirklich null. Dass hier jetzt wirklich hier der Spawn ist. An diesem Berg hier zum Beispiel kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wir müssen nur aufpassen, dass wir immer die Richtung uns merken. Was leichter ist als ne, gesagt als getan. Und da fängt ja ein völlig neues Biom an, oder? Leute, das ist hier mal sowas von falsch. Nee, nee, Freunde, das ist hier aber mal richtig falsch. Aber ich sehe gerade, da gibt es interessantes Holz. Das nehme ich mir mal mit. Wenn wir schon mal hier sind. Hier, gucke mal, Eiche. Da nehme ich mir doch glatt mal was mit. Da kenne ich ja gar nichts. Boah, ich habe so Schiss, dass wir uns hier verfransen. Oh Gott, und es geht runter. Das ist nur eine. Leute, wir haben uns jetzt schon verlaufen, ey. Ich wollte in die Richtung. Das heißt, wir müssen, glaube ich, in die Richtung zurück. Ich mache mir mal kurz so einen Hilfsblock, dass ich mich hier nicht verlaufe. So. Und dann nehme ich mir auch ein bisschen Birke noch mit. Birke, gibt wieder Birkenlaminat. Könnt ihr euch vorstellen. So. Hier erstmal schön noch ein bisschen Eichenholz mitnehmen. Ja, für Inneneinrichtung oder so, für Zäune. Nö, das kann man immer ganz gut gebrauchen. Deswegen nehme ich das ganz gerne mal mit. Ruhig mal voll machen. Hier die Birke. Wo war die Birke? Da ist die Birke. Die dann auch gleich. Und die können wir bei uns anpflanzen. Kein Problem. Dann können wir immer wieder nachpflanzen. Dann haben wir dann auch unendlich Holz. Also dann haben wir jetzt drei verschiedene Holzsorten. Das ist ja auch schon mal was.
Fichte, Birke, Eiche. Eigentlich wollte ich ja das Spawnhäuschen suchen, aber gut. Vielleicht sollte ich da doch lieber eine Straße bauen, was? Wir sind ja doch anscheinend ein bisschen verwirrt. So. Haben wir jetzt alles hier? Da ist der Block, ne? Ja. So, jetzt fehlt hier... Oh, da ist auch noch ein bisschen was. So, was haben wir denn da? Eichensetzlinge haben wir schon mal. Das ist ja sehr gut. So, jetzt hätte ich ganz gerne noch Birkensetzlinge. Wenigstens ein. Wo war die Birke? Hier ist noch eine. Warte mal, Freunde, das wird gerade dunkel. Mal schnell pennen gehen. Ach ja, schön Outdoor-Pen. Oh. Sehr schön, sehr schön. So, Birke. Hier ist noch was. Hier ist noch mehr Birke. Aber ich habe doch schon Birke abgetragen. Muss doch hier irgendwo sein. Hm. Ist da Honig drin? Hier ist so ein Bienending. Das ist das erste Bienending, was ich sehe, aber ich habe noch keine Biene gesehen. Ich habe sie gerade gehört, aber nicht gesehen. Würde ich mir auch mal angucken. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ne? An dieses Let's Play, ne? Hier, Chill at Home. Einige erinnern sich bestimmt noch. Und da war das auch so gewesen. Oh, cool, ein Apfel. Dass ich da so ein Bienending hatte, aber da war keine Biene drin. Also, es war ganz merkwürdig. Da ist Birke, cool. Okay, haben wir. Na, ist doch schön. Da haben wir noch ein bisschen was zusammengekriegt hier. So, naja. Jetzt haben wir hier gepennt. So, jetzt gucke ich mir noch mal kurz die Biene da an. Mal sehen, ob die da jetzt noch was macht irgendwie. Oh! Da ist der Brummer. Oh, die erste Biene, die ich sehe in Minecraft. Cool. Die fliegen ja wirklich. Ist ja toll. Eine richtig schöne, dicke Imse. Hallo? Na? Die stechen ja gar nicht, finde ich ja toll. Kann man die füttern mit irgendwas? So, das nochmal kurz hier. Ja, da haben wir mal eine Biene gesehen. Ist ja schön. Ja, gefällt mir. Vielleicht kann man ja mal ein bisschen Honig da noch holen. So, der Block zeigt in die Richtung. Das heißt, wenn wir wieder zurück wollen, müssten wir in diese Richtung. Das heißt, das machen wir jetzt auch. Weil das ist mal sowas von falsch hier. Aber so richtig. So, hier gibt es gelben Farbstoff. Den nehme ich mir doch auch mal glatt mit. Falls wir unsere Betten mal in Gelb einfärben wollen. Ja, also hier weiterzulaufen bringt ja erstmal gar nichts, würde ich sagen. Ne? Das ist ja nun wirklich so... Aber ist das wirklich die andere Richtung gewesen, dass das da in die Richtung ist? Kann das sein? Also das werden wir mal jetzt testen. Das kann durchaus möglich sein, dass das... Ja, das kann sein, dass das genau in der anderen Richtung ist. Aber das würde mich aber auch extrem verwundern. Oh! Oh, Kohle! Leute, hier ist Kohle, die nehme ich auch mit! Mein Gott, die Folge ist schon längst wieder zu Ende. Okay, Freunde, dann mache ich jetzt hier einen Break. Schieb mir noch kurz die Fischfrikadelle hier rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Freunde.